Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, also ich würde sehr gerne das da weitermachen, aber ich glaube, wir sollten uns um den LKW kümmern. Wir haben ihn ja in der vorigen Folge gefunden. Haben wir noch was im Inventar? Naja, nichts Wichtiges. So, da hinten, ja gut, das Fleisch, das nehmen wir wohl mit. Und dann würde ich sagen, wir brechen gleich mal drei am Nachmittag. Ja, wir brechen gleich auf. So, das nehmen wir noch mit. Die zwei hängen wir daher. Eins und zwei. Dann holen wir uns noch ein Wasser. So. Leider habe ich ja nicht mitgeschrieben, was wir brauchen für die Reparatur des Trucks. Wir brauchen sicher viel. So. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal mit. Ja, was weiß ich. Stahl war es definitiv. Und ich glaube, es waren 20. So. 20, da werfen wir das mal da rein. Stahl 20, so. Stahl 20, das ist gut. Dann glaube ich, war es Eisen 20 oder 25, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. So, dann werfen wir das mal da rein. So, und dann fahren wir mit unserem guten Ressourcenwagen zum LKW. So, das ist gut. Haben wir jetzt hier endlich mal Treibstoff? Nö. Erarbeitet. Na gut, na gut. So, da haben wir auch keinen drinnen. Super. Aber ich glaube, wir kriegen es eh nicht hin, dass wir es auf einmal starten. Ich weiß es nicht, wie viel Plastik. Plastik war auch dabei. Und es waren auch Mechanical Parts. The Parts. So. Ich nehme da einiges. Wir wandeln das mal um. Wir waren da alle so, dass wir nichts mehr haben. So, herstellen. Und herstellen. Und nein, ich habe nicht nachgesehen. Ich lasse mich überraschen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was man braucht für die Reparatur und lacht schon, weil wir mit viel zu wenig unterwegs sind. So, kann alles sein, alles gut. Alles in Ordnung, alles fein. So. Aber eine kleine Reise können wir dennoch machen. So. Ja, die Richtung ist die Führage. Ich glaube, da oben auf... Ja, ja. Gut, hier müssen wir sowieso stehen bleiben. Die junge Dame möchte mit uns nochmal reden. So, dann nehmen wir die Gorke mit. Hi. So. Gorke ist dabei und wir fahren rauf zur Straße. So, würde ich gerne schießen, das Schaf, allein nur wegen der... Ich habe ihn gesehen, links. Oh. So. Dann nehmen wir das wieder. Puh. Ja. Was er für ein süßes Geräusch macht, der kleine Fiesling. So, jetzt geht's wieder. Laufen wir mal. Oh, oh. Es war ein Schaf. Verdammt, die hätte ich schon gern gegessen. So, und das da nach oben rutschen. Das hierher. Das essen wir. Das kommt daher. Bam, bam. Super. So, die Richtung müsste aber noch stimmen. Ich habe mir auch das Video nach dem Schneiden, Rendern ist schon klar. So. Aber es ist dieses Dorf. Da müssen wir hin. Von der Uhrzeit her passt das eigentlich gut oder kommen wir an, wenn es dunkel ist? Das wäre mir auch überaus unangenehm. Na, wir schauen mal, wie sich's ausgeht. Notfalls könnten wir hier schwimmen, rechts im Teich. Was wolltest du in dem Teich? Sprich. Boah, ja, super. Ja, dich brauche ich hier. Für meine Pläne bist du unumgänglich. So, weg, weg, weg. Und das Fleisch können wir behalten. Da im Teich. Oh, Moment. Nur mal kurz verbinden. Was haben denn heute diese ganzen Tierchen? Es war Flughaut.
Also jetzt mit den Straßen, jetzt erinnert es mich ein wenig an davon Mist Survival, aber ist ja nicht so. So. Na, jetzt sind wir da. Ich bin schon so gespannt, wenn wir dann in den Truck das einfüllen. Also die Mengen, die wir jetzt mit haben, ich glaube nicht, dass das passt. Ich glaube nicht, dass das ausreicht und so weiter. Aber wir haben eine ganze Menge mit. Das ist schon mal gut. Na, 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 na. Ist da schon ein Häuschen oben? Nö. Ist es noch Wahrheit? Nö. Oh, dann fahren wir mal die Straße entlang hier. Ah, schön. Ah, da vorne sind schon diese Industrie. Nö, da vorne ist ein Felsen. Der Wunsch war der Vater des Gedanken. Ein bisschen mehr in Schatten fahren wäre gut. Oh, 35, wir checken mal die Map. Super. Bei der nächsten Kurve biegen wir dann ins Dorf. Genau, da läuft Ray davon und da laufen wir rein. So, und hier war der Wagen. So, hinter der nächsten Ecke muss er sein. Ah, der Wagen. Im Moment, der stand doch da, genau da. Ist mit dem ein Wambi weggefahren? Was mit dem Wagen? Ich hab's auf Video. Ich kann nicht mal sagen, ich hab den Wagen falsch geparkt. Er ist einfach weg. Weg. Also er war definitiv da. Der war definitiv da. Da ist er. Au. Geh weg da. So, kann ich eigentlich ein so ein Bettchen benutzen, um zu schlafen? Für den Fall, dass wir länger da sind? Ich glaube nicht, dass wir länger da sind. So. Da ist er. So, und jetzt? Oh, einfach so reinwerfen. Okay. Ja, ich weiß, da ist ein Stein. So, ich werfe das mal alles da rein. 14, 14. Mein Gott, 10 Plastik. Ach, hier. So. Wunderbar. Ja, dann nehmen wir mal alles aus. Jada, jada. So, wir fahren einfach näher mit dem Wagen hin. Das lassen wir jetzt da liegen. So, komm mal mit, du Wagen, du. So. Hey, cool, Stahl ist fertig. So, dann alles von dem hier. So, 15 Plastik und ein Mechanikteil. Ein einziges Mechanikteil. Okay. Und kann man dann den Wagen darauf irgendwie? Hm. Okay, wir fahren mal wieder raus mit dem Wagen. Moment, bevor wir da jetzt. So, ein Mechanik, 15. 15 Plastik. Das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Frag später. 15 Plastik. Läuft noch immer hinter uns her, oder? So, da ist die Straße. Ein Mechanik, 15 Plastik. Okay, aber das kriegen wir hin. Das ist nicht so. So, Moment. Ist sie noch da? Ich höre zwar noch Schritte, aber. Wie bitte? So, super. Das war mal eine Kleinigkeit. Oh, Protein. Trinken.
dann wieder zurück. Okay, ein Mechanik, 15 Plastik. Hoffentlich merke ich mir das. Naja. So. Boah, ein Fuchs. Gleich in die Büsche schlagen. So. Und wieder back to the road. Back on the road again. Ja, schöne Stücke Lama trotzdem noch zum Zurücklegen. Ah, okay, aber Ziel ist, dass wir heute mit dem Wagen fahren. Also fahren, hoffentlich. Benzin, 15 Plastik, heftig. Aber gut, wir haben ziemlich viel Stahl jetzt reingeworfen. Wir haben auch ziemlich viel Eisen reingeworfen in das Teil da. Wow. Das braucht viel zur Reparatur. Ja gut, aber dafür haben wir dann einen Wagen, den Wagen. Und dann kann endlich Harry den Wagen vorfahren. So. Ja, bald sind wir zu Hause. Bei den Photovoltaikmodulen, da haben wir jetzt 15. Und ich habe mir überlegt, dass wir noch eine zweite so eine Reihe aufbauen. Ja, natürlich, erst wenn die erste fertig ist. Und nochmal 15, dann haben wir 30. Das ist auch okay. Ach, braucht man nicht. Projekt 50 brauchen wir da nicht. Finde ich mal. So. Guck an. Nimm mal mit. Wohl bekommt's. So. So. Müssten wir eigentlich schon bald? Naja, bitte. Naja, bitte. Das haben wir, das haben wir. So, 15 Plastik. Haben wir ziemlich sicher nicht mehr. Okay, aber wir haben genug Öl, wir haben genug Rinde, dann produzieren wir uns das mal mit den 50 Plastik. Und ja, ein Mechanikteil. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Wieso habe ich eigentlich nur 14 mitgehabt? 14, was ist das für eine Zahl? So, ich glaube da unten in der Senke, da nach links können wir dann schon unser Häuschen sehen. So, 7 am Abend, das geht sich super aus, dann bereiten wir heute vor, was wir morgen brauchen. Da können wir eigentlich jetzt schon durch die Büsche. Ab durch die Büsche! Super. So. Na dann. So, dann lassen wir den einmal dastehen. Ich glaube, da ist ja nichts mehr drin. Genau. So. Jetzt schauen wir gleich mal. Also ein Mechanikteil. Okay, das könnte man gleich so nehmen. Oh, da schleppt man schon wieder vor. Wahnsinn. So. Nö, Moment. Moment. So, jetzt aber. So, das Alu kommt dann dort rein. Erreicht man das von hier? Yeah! Super! So, dann haben wir hier auch noch alles mitnehmen und dafür das dann wieder nachkommen. Ja, falscher Knopf hier. So. Super. Hui, da haben wir auch ganz schön viel da eingelagert. Wahnsinn! Heftig! So, das Alu legen wir mal ab. So. Ja, heftig. So, dann nehmen wir mal da. Dann legen wir da mal rein. Nein. So, dann nehmen wir das hier und das hier. Ja, draußen haben wir auch keine Kabelkisten mehr frei, glaube ich. Oh mein Gott, da ist ja auch nichts mehr frei. Ich glaube, in den Kabelkisten ist kein Platz mehr, glaube ich. Oh, das ist schon mal gut. Wobei, lassen wir es drin. Kabelkiste. Tatsächlich. Okay, so. Ja, dann machen wir mal so.
So, und den Rest füllen wir da mit denen hier an. So. Geht das? Jetzt geht's. So, alles raus und alles hier rein. So, alles drin. Super. So, also wir brauchen ein bisschen, was haben wir noch immer da? So, wir brauchen eine Mechanik und Plastik. Dann setzen wir uns jetzt gleich hin. Hinsetzen ist gut. Auf unsere Buchstaben und machen Plastik. 15 waren das, oder? Ich glaube, es waren 15. So, machen wir das eine auch noch mit und das eine kommt hier auch noch rein. Super. So, 15 Plastik. 10 legen wir da rein. Dazu brauchen wir Rinde. Ah, so, das gehen wir da ganz unten, sonst verwirrt es mich. So, und da haben wir einiges an Öl. So, wir brauchen, ich glaube, wir schauen mal, ob es denn so ist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Yeah. 5, 1, 2, 3. Yeah. So, halbieren, 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 halbieren. So, super. Und 1, 2, 3. Yeah. 5 und 1, 2, 3. So. Na bitte, das geht doch. Oh, einer zu viel. Nochmal, nochmal. So. 5 haben wir schon. 10 nur noch. Kein Problem. So, 5 und 1, 2, 3. 5 und 1, 2, 3. 5 und 1, 2, 3. So. Wir sind es gleich. Wir sind es gleich, meine Lieben. Hätte ich gleich halbieren können, ich weiß. So, und 1, 2, 3. So, super. Jetzt halbieren, halbieren, halbieren. So, und 1, 2, 3. Oh, wie die Zeit vergeht. Aber gut, wir stellen viel Plastik her, das ist ja alles okay. So, wir haben auch ein wenig mehr hergestellt, als wir wirklich brauchen. Aber das ist ganz gut, wir brauchen ja auch später welche noch für die Batteries und so weiter und so fort. So, dann nehmen wir uns da gleich 5. Machen gleich mal 5 Mechanikteile. So, da haben wir da mal 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Yeah. So, von draußen noch eine Runde Plastik, Öl. So, für den Treibstoff nehmen wir gleich mit. Hier und ja, hier. Super. Und ein Stein. So, können wir gleich nachlegen. So, super. Ah, wir haben alles mit, wobei wir brauchen, glaube ich, nur eines. Wie gesagt, zum Merken, zum Thema Merken. So. Blei ist voll. Da ist natürlich die Frage, was machen wir mit noch mehr Blei? Wir könnten da jetzt noch so... Ja, das können wir machen. Das machen wir auch. So, den da stellen wir hier so an die Ecke. Yeah. Bleibt das dran? Das da hätte ich dann echt gerne hier. So. Den Waffenständer überlegen uns, ob wir den nicht hierher und anders dann bestücken, aber wir können ja auch hierher. Aber dann möchte ich ihn eher neben der Tür draußen haben, oder so zum Beispiel. So, genau, und dann kann man da schön noch weitere Metalllager boxen oder man platziert das Ding hier.
hierher später mal. Dann könnte man da mit Metall weitermachen, was auch sicher witzig wäre. Ja, vorerst meine ich aber, muss das hier reichen, wenn man da so Ersatzregale auch noch baut. So, dann würde ich sagen, wir legen uns mal hin. Ja, wir legen uns mal hin und brechen gleich in der Früh auf. So. Gleich in der Früh aufbrechen, beziehungsweise, was wir jetzt an Ressourcen noch herumliegen haben, werfen wir da oben ins Haus. Bis die Sonne aufgeht, machen wir das jetzt. Also oben ins Haus, in die Photovoltaik-Teilchen. So, Stahl, ganz sicher nicht. Das lagere ich nur nach oben. So, Stahl brauchen wir dann nicht. Dann nehmen wir das da mal mit. So, und von hier auch ein paar. Geht gar nicht vom Gewicht her, okay. Wenn wir so viel dabei haben, so viel Zeug. Ja. Oh. So. Ja, dann holen wir uns jetzt noch ein bisschen Alu und ein bisschen Kupfer und so weiter und so fort. Gott sei Dank nicht gestorben dran. Ein Stein. So. Ich bin schon so gierig auf den Wagen. So, schauen wir mal. Ach super, geht doch. Was werfe ich da rein? Cool, so, wir brauchen noch die zwei Treibstoffteile hier. Okay, die sind da noch drin. Oben könnte man noch fünf Öl einfüllen, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir hier. Und hier machen wir auch gleich 1, 2, 3, 4 und 5. So, super. Und bam. Super. Schön. So, was haben wir da noch? Noch mehr Alu. Dann nehmen wir gleich ein bisschen Alu wieder mit. Werfen es oben rein. So, und dann sollte schon wieder Sonne sein. Ansonsten schlafen wir noch ein Stündchen oder so. So. So, alles drinnen. Wir legen uns hin. Während es so schön regnet. So, Energie ist voll. Sonne ist auf. Am Aufgehen. Ja, toll. Das nehmen wir natürlich mit. Mit. Aufhängen tun wir das hier. So. Oh, wo ist er? Wo ist er? Ich sehe gar keinen. Junge Dame, ich kam zu spät. So, dann werfen wir die zwei da rein. Sand können wir wegwerfen. So, haben wir alles dabei. Treibstoff nehmen wir noch mit und dann los geht's. So, Treibstoff 1. Treibstoff 2. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Aber, so, was fehlt ihm? Ein wenig Durst, ein wenig Protein. So, wir schlabbern das alles los. Yeah! So. Dann mal auf. Ah, auf ohne Wagen. Super. Kann man die Pfeile, diese Bolzen nicht hier in den... Warum kann man denn die nicht? Das hätte ich schon gern. Dann würden die nicht so im Inventar rumhängen. Ach ja. Ach ja, im Inventar. So, aber der Weg ist auch gar nicht weit. Also, ja, aber... Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den Wagen nicht in dem Dorf gefunden, sondern in dem. Da hätten wir uns eine Zwischenbase alleine fürs Einlagern der Sachen bauen müssen. Und bis dahin wäre Winter gewesen. Wahnsinn. Na, na, na.
immerhin kriegen wir jetzt keinen Sonnenbrand. Auch ein großer Vorteil. Nur Vorteile heute. Also, ja, dass wir jetzt so viel Blei in Reserve haben, ist sehr gut für Solarbatterien. Wir brauchen ja drüben im Sommerhäuschen dann auch Sommerhäuschen. Müssen wir auch mal wieder hin. Ja, aber das Szene-Update mit den Auswirkungen der zu Straßen. Nirgends darf man hier überholen übrigens. Also nicht schlimm. Aber was ist mit Bambis, die es echt eilig haben? Also die es wirklich eilig haben. Wir hätten den Speer spitzen können. Neu anschleifen und so. Apropos anschleifen, September, Herbst, Wahnsinn! Und wir wollten doch im Sommerhäuschen. Ja, aber das Projekt kommt noch mit der Brücke von Stein zu Stein. Und mehr Photovoltaik, so muss es sein. Außerdem brauchen wir drüben ja auch einen Kühlschrank, fällt mir gerade ein. Oder, ich habe gerade überlegt, oder wir brauchen dieses ewig haltbar Futter für drüben. Also ich meine, ich bin noch immer nicht der Meinung, dass man Nahrungsmittelmangel in dem Spiel irgendwie hat. Aber am Anfang ja, vielleicht ja. Gerade ersten Tag oder so, oder ersten, zweiten, ja, das kann sein. Das kann sein. Ist er noch weit? Nö. So, Querfeld eingelaufen. Ich dachte, ich höre einen Generator da irgendwo laufen. Wahnsinn, oder? So, also runter ins Dorf. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn von da finde, den Bahn. Eine Gorke. So, da sind die Industriegebäude. Das heißt, in diese Richtung. So ziemlich. Und dann biegen wir scharf nach links ab. Eins, zwei. Da drüben. Drei. Die werfen nicht mehr. Sie warfen früher. Der steht neben mir. Wie kann mich der... zerbissen die beiden. Die haben mich eingekesselt. Die Hunde. Hat auch irgendwo Zwiebel doch noch. Da, eins, zwei, da hinten drei. Hinterm Schwein. Aber wir müssen da vorbei. Aber das war doch ein schöner Schuss. So, dann schauen wir mal, wie schnell verbinden. Da vorne steht schon der Wagen. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Da ist er. Okay. Cool. Wow. Okay. Ich
Ich würde gerne den Bäumen also ausweichen und etwas testen. Das hier nämlich. Okay, er kommt nicht rein. Das ist mal gut. Oh, ich bin etwas aufgeregt. Meine Lieben, ich bin aufgeregt. Einige Scheine hier. Okay. Puh. Aber wo haben wir jetzt getankt? Moment. Bleib mal kurz. So. Okay. Inventar kann ich von hier aus nicht aufrufen. Da wäre eine Melone. So, das Highspeed übrigens. Ganz schön schnell über die Straßen hier. Ein bisschen langsamer. Wow. Wow. Da habe ich Freude. So, gleich sind wir zu Hause, meine Lieben. So, please make sure the handbrake. Okay. So, ich drück mal T. Okay. Mhm. Na passt doch. Na passt doch. Super. Der Wagen ist zu Hause. Der Wagen ist zu Hause. Ah, schön. Aber so lassen wir natürlich nicht stehen, meine Lieben. Nein. So, die Frage ist nur, wo tanke ich? Oh ja, eine Cargo-Box. So, wir probieren das mal. So, Bäumchen, 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 ein Träumchen, Träumchen, Träumchen. Das ist ja super. Oh, komm mal mit. Nö, ich möchte gerne den Wagen. Wenn ich den da daneben hinstelle. So. Oh, wie cool. So, den lassen wir da drauf stehen. Aha. Gut. Na gut, zumindest passiert dem Wagen nichts. Ui. So war es nicht geplant. Er hat die Ladung verloren. Ja, so ein kleiner Holzwagen ist halt schon heftig. Heftig, heftig, heftig. So. Oh. So, und dann machen wir mal Flip. Und da sind wir wieder. So. Schauen wir mal. Oh, wie cool. Wir haben den Wagen zu Hause. Wir haben den Wagen zu Hause. Nein, so weit wollte ich gar nicht. So. Ach so, wir haben ja... Oh. So, dann eher mal hier rein. So. Erdgas. Hier. Okay. Dürfte aber auch voll sein. Okay, gut. So, dann bringen wir mal den Treibstoff da rein.
So, nö, zu Öle. So, super. Das legen wir mal da unten. Wobei, wir halten uns da zwei. Eins, zwei, super. So, meine Lieben, das war's auch schon für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.